So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich gerade von Anfang an die Aufgabe mal lesen. Boah, da haben sie schon eine lange Aufgabe. Rühre einen riesigen leuchtenden Würfel, steige in einen Riss oberhalb von Loot Lake und finde eine Landekapsel innerhalb des Meteoriten. Und das Ganze, ich glaube, in einem Match. Ne, können wir auch in mehreren machen. Aber ich würde sagen, wir gehen dafür trotzdem mal in Gruppenkeile rein, weil wir müssen eigentlich nirgendwo landen. Ich probiere es mal in Gruppenkeile. Ich könnte zwar jetzt auch solo probieren, aber ich denke mal, Gruppenkeile könnte da die bessere Lösung sein, ganz ehrlich. So, dann erstmal danke jetzt für 155 Abonnenten. Damit fehlen noch 5 Abonnenten zu der dritten Paysafe-Zahl unten. Und wie ihr wisst, unten in der Videobeschreibung für alle Neuen ist ein extra Video von mir, wo ich dann auch erkläre, wer ich bin und natürlich, wie man den Code knacken kann, beziehungsweise einlösen kann oder halt gucken kann, ob der Code richtig ist und ob das Guthaben noch da ist. So, das dazu. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, aber ich dir aber schon mehrmals helfen konnte, wäre es echt nice, wenn du mir ein Abo da lässt. Wie gesagt, ich versuche echt immer alle Aufgaben hochzuladen, jetzt auch den Shop. Natürlich den Shop nicht, leider kriegt nachts nicht auf die Kette aufzustehen, weil dafür muss ich um 5 Uhr morgens schon wieder aufstehen für auf die Arbeit und da ist es echt ein bisschen problematisch. Aber der Shop kommt täglich auf jeden Fall. So, das war das. Jetzt versuchen wir auf die Insel. Die Insel ist gerade da. Von der Insel müssen wir dann nach Loot Lake und von Loot Lake auf den Meteoriten. Wie ich das jetzt alles machen soll in einer Runde, weiß ich selber gerade auch noch nicht. Ich bin aber gerade überlegen. Ja, die Zone ist scheiße dafür. Ich mach's echt in der Reihenfolge, wie es da steht. Das müsste eigentlich funktionieren. Also, wir fliegen erstmal zu der Insel. Bam, 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 bam. Ich gehe nur auf Nummer sicher. Ich habe keinen Bock, hier irgendwie vorher zu landen. Und dann klappt es doch nicht. Denn ich hoffe, es klappt doch so, wie ich mir das jetzt gedacht habe, weil wir sollen jetzt zu der Insel. Unter der Insel ist ja dieser Würfel. Und da müssen wir halt dran. Dann müssen wir den Riss benutzen in Blood Lake. Und dann müssen wir zu den Meteoriten. Das müsste eigentlich machbar sein, wenn man bei Loot Lake dann, weil Loot Lake der Riss katapultiert uns ja wieder nach ganz oben. Von daher müsste das eigentlich safe gehen. So, jetzt ein bisschen hier. So, ihr seht ja, da unten ist der Würfel. Da müssen wir jetzt erstmal hin. Nein, ich will da runter. Runter, runter, runter. Wir müssen nämlich. So, einmal gegen. Und dann wieder komplett hier hoch. Nee, das hat mir jetzt nicht so gefallen. So hoch wie es geht. So, und jetzt zu Blue Lake rüber. Da, das ist gar nicht so einfach hier in einer Runde. Aber ich bin auch nicht gut geflogen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt rennen wir gerade schnell zu Blue Lake rüber. Ah, der Plan war ein bisschen anders, aber wer es natürlich schneller hinkriegt, Glückwunsch dazu. Aber wir sehen ja schon, da ist ja schon Blue Lake. Wir müssen nur gerade mal bisschen was abbauen. Zack, zack, zack. Ich denke mal, wenn wir die drei Bäume haben, müsste es eigentlich passen. Zack, 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 zack. Boah, die Zone macht natürlich auch schon Auge. Zack, 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 zack. Ja, hier muss man sich doch ein bisschen beeilen.
Und am besten nicht sterben. Weil ich versuche es halt jetzt wirklich in dieser einen Runde schon hinzukriegen. So müsste eigentlich safe reichen. Ja, bei Loot Lake ist das Problem, dass man wahrscheinlich vom Himmel geholt wird, weil alle noch ihre Kills machen, die sie in Rissen machen müssen. Weil das hier ist ja eine Risszone. Aber man muss es ja nicht in einer Runde schaffen, aber es wäre natürlich von Vorteil. So, dann ab in den Riss. So, direkt ziehen. Orientierung. So, dann müssen wir zum Meteorit rüber. In den Meteorit rein. Jetzt hoffe ich, dass da schon irgendwie eine Rampe ist, wo schon einer sich hochgebaut hat, aber ich bezweifle es. Ich sehe nämlich auch noch nichts. Ah, da ist auch kein Jumppad drauf. Ah, das ist kacke. So, wir müssen jetzt nämlich in den Meteorit rein. Ich hoffe, dass die Zone das zulässt. Ansonsten muss ich halt die Runde gerade abbrechen, machen Solo-Runde und springen dann in den Meteorit rein. Das könnte eng werden. Da, Materialien bitte reicht. Bitte, bitte, bitte. So. Boah, ich habe das Gefühl, ich verbrenne. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Aber gerade ein bisschen irritiert. Wir müssen doch da rein. Also das war falsch. Aber sonst gibt es auch eigentlich gar keinen anderen Eingang. So, hier bin ich ja ganz oben. So, jetzt haben wir ganz langsam. Hier kommt man nirgendwo mehr hin. Gehen wir nochmal runter. Ah, hier ist doch die Kapsel. Und geschafft. Passiert hier noch was? Ja, da war halt der Skin drin, nehme ich mal an, den wir auch bekommen. So. Also ihr habt es ja jetzt gesehen. Einmal zu der Insel, von der Insel zu Loot Lake und von Loot Lake halt sich hochbauen auf den Meteoriten. Ihr habt es ja gesehen, ist innerhalb von einer Runde machbar, also ganz easy eigentlich. Gut, Waffen habe ich jetzt natürlich keine. Aber die kriegen wir jetzt schon irgendwie zusammen. Irgendwas werden wir im Block schon finden noch. Ja, dann sind es eigentlich schon nur noch zwei Aufgaben. Bam, 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 bam. Da steht ein Roboter. So, wenn ich jetzt noch eine MP finde, wäre ich glücklich. Was war der denn? Lauf! Diese Skelette! Ohne Quatsch, ich wünsche es keinem. Da muss ich sagen, auf der PlayStation hatte ich da null Probleme.
das ist, wenn man mit der Desert Eagle unbedingt die Kill machen will. Ja. Natürlich. Ja, genau. Hab nichts anderes erwartet. Am Besen, ey. Ich merke halt echt, dass Battle Royale an sich, der ganze Modus, nichts für mich ist. Es ist so ultra nervend teilweise. Alter, die laufen da zu dritt rum. Natürlich. Ich schieße sie komplett runter und dann kommt natürlich ein Shot und down. Manchmal ist es echt furchtbar. Na gut, aber zu erwarten. Und es leckt wieder. Was soll ich denn hier machen? Es macht einfach keinen Spaß. Das ist, sobald ich Gegner vor mir habe, fängt das Spiel an zu laggen. Jesus Maria, ey. Aber ich hoffe trotzdem, ihr könnt eure Aufgaben gemütlich machen. Und wenigstens ihr habt euren Spaß. Ich nehme mich gerade echt absolut nicht. Genau. Vier Gegner. Läuft. Kein einziger geht down. Was ist denn hier, ey? Ist in der Ecke ein Clan versteckt oder was? So lost war ich ja noch lange nicht mehr, ey. Mehr. Och, hab ich denn die Arschkarte hier gezogen oder was? Mann. Oh! Zwei Headshots. Glaub's ja nicht. Sowas hier noch erleben darf. Oh Mann. Wie ein kleines Kind am Heulen. Ja.
Ach, hört doch auf. Hab ich eine Zielscheibe auf dem Kopf oder was? Dass ich ausmache, die Aufgaben fertig habe und endlich in Ruhe Fußball gucken kann. Was? Von wo? Genau, er macht Kopf hoch, Bing tot. Bester Spieler EU-West. Da unten laufen vier Mann rum. Ich lande, er schießt natürlich auf mich, auf wen sonst. Mann, 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 ey. Zeichen und Wunder. Da, irgendeiner ist schon wieder hinter mir. Entspannt Gruppenkeile spielen. Kann ich nur empfehlen. Katastrophenrunde. So, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet jetzt alles mitkriegen. Erst zur Insel, dann zu Loot Lake, dann auf den Meteorit. Und so habt ihr die Aufgabe easy geschafft. In dem Sinne, wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Abo da lassen und haut rein.